Ja, das ist mal richtig voll und wir freuen uns ganz herzlich mit euch zusammen, den Gottesdienst zu starten mit einem gemeinsamen Lied. Das heißt Souverän und Gott ist souverän, er handelt souverän. Das, denke ich mal, können auch die 6 Personen hier vorne bezeugen oder die werden das auch nochmal bezeugen, was in ihrem Leben passiert ist. Der Gott ist souveränes Handeln und davon handelt das erste Lied und ihr dürft alle ganz herzlich mitsingen. So bleibst du bis in Ewigkeit.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in der Evangeliumschristengemeinde auf dem Bernberg. Schön, dass du persönlich hierher gekommen bist, um dabei zu sein bei diesem Gottesdienst. Ganz besonders begrüßen möchte ich alle Gäste unter uns, die aufgrund der Personen, die sich heute taufen lassen wollen, hier sind. Vielleicht bist du zum allerersten Mal hier. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist, um dabei zu sein. Und wir heißen dich ganz herzlich willkommen und begrüßen dich ganz, ganz herzlich. Ich möchte auch diejenigen begrüßen, die im Livestream zugeschaltet sind. Schön, dass ihr auf diese Art mit uns verbunden seid. Und diejenigen, die uns nicht sehen, aber am Telefon zuhören, schön, dass ihr auch diese Gelegenheit nutzt, um am Gottesdienst teilzunehmen. Der Gottesdienst bedeutet ja, Gott zu dienen. Das heißt, es geht im Gottesdienst nicht zuallererst um uns Menschen, sondern um Gott selbst. Wir feiern diesen großen Gott, der souverän ist, von dem wir gerade gesungen haben. Wir loben ihn, weil wir glauben, dass er derjenige ist, der die absolute Wahrheit uns Menschen gebracht hat in Jesus Christus. Was ja gerade diese 6 Personen hier zum Ausdruck bringen wollen durch die Taufe. Wir werden heute hören, ihr Lebenszeugnis, ja, ihr Lebensbericht, wie Gott sie von einem Zustand gerettet hat, von der Sklaverei der Sünde, hin zu einem Leben mit ihm. Und sie machen durch die Taufe genau das öffentlich. Und ich möchte ganz kurz erklären, was die Taufe bedeutet. Taufe ist eine Symbolik von dem, was schon passiert ist. Ja, die Bekehrung, so nennen wir das. Das, was geschehen ist, dass man an Jesus Christus glaubt, dass man dem stellvertretenden Tod von Jesus Christus Glauben geschenkt hat, Vergebung der Schuld erfahren hat, dass Jesus an unserer Stelle verurteilt wurde, in den Tod ging, das gerechte Urteil Gottes dafür trug, begraben wurde und auferstanden ist zu einem neuen Leben. Und genau das ist passiert in diesen 6 Personen. Und wir freuen uns auf euer Zeugnis und das wollt ihr auch zum Ausdruck bringen bei der Taufe. Mit dem Untertauchen drücken sie aus, wir sind mit Christus gestorben und begraben und mit dem Auftauchen, wir sind mit Christus wieder auferstanden zu einem neuen Leben. Und warum ist das so wichtig, dass das öffentlich passiert? Die Bibel sagt uns, dass die Taufe gerade diesen öffentlichen Charakter hat, mit dem Ziel, dass möglichst diese Botschaft alle hörbar und sehbar mitbekommen. Sowohl die sichtbare Welt, ja, was für uns gilt, die wir das sehen oder zuschauen im Livestream oder zuhören, aber auch für die unsichtbare Welt. Das ist ein klares Statement, ich gehöre zu Christus und ich will Christus nachfolgen. Und das drücken diese 6 Personen heute mit der Taufe aus. Und öffentlich bedeutet auch, dass man sich eins macht, identifiziert mit dem öffentlichen Tod von Christus. Jesus kam in diese Welt als wahrer Gott und wahrer Mensch und hat sich öffentlich zu uns Menschen gestellt, öffentlich diese Botschaft uns verkündigt, dass er für uns ans Kreuz ging, für unsere Schuld starb und dann nach 3 Tagen wieder auferstand. Und deswegen drücken wir mit der Taufe auch aus, wir stehen öffentlich zu Christus und bezeugen, dass wir ihm nachfolgen. Und ihr Lieben, um diese verändernde Gnade Gottes geht es auch heute. Heute in diesem Gottesdienst. Wir hören das durch die Zeugnisse der 6 Taufkandidaten, aber wir werden es auch hören in der Predigt von Christian Fröse, wo wir aus dem Galaterbrief nochmal hören werden, wie Gott einen Mann, der absolut verdorben und korrupt war, verändert hat zu einem Leben mit ihm. Die Gnade verändert. Und wir werden einen Lebensbericht hören, auch in der Predigt von Christian Fröse. Und ich möchte einleitend zu diesem Gottesdienst einen Vers lesen aus 2. Korinther 5, Vers 17, wo genau diese Veränderung beschrieben wird in einem Satz. Ja, da heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ihr Lieben, das ist die größte Renovierungsarbeit, die auf dieser Erde passieren kann. Wenn ein Mensch von seinem alten Leben ohne Gott verändert wird zu einem Leben mit Gott. Ja, und das wird hier in einem Satz beschrieben, aber es hat Gott alles gekostet. Er hat das Liebste, was er hatte, hergegeben in Jesus Christus. Und deswegen feiern wir Gottesdienst. Woche für Woche, Tag für Tag leben wir in dieser wunderbaren Perspektive, dieser Botschaft. Christus lebt, er hat uns verändert und da werden wir heute auch ganz besonders einiges von mitbekommen. Und ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes mit uns gemeinsam beten. Und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für das Vorrecht, heute an diesem Tag hier dabei zu sein und zu hören, wie du Menschen veränderst. Diese Botschaft ist nicht veraltet.
Sie ist nicht für die Menschen von früher gewesen, sondern sie gilt auch heute noch jedem Menschen, der es hört. Und ich danke dir, dass du diese 6 Personen heute gerettet hast und sie das heute bekräftigen mit der Taufe, dass du sie gesucht und gefunden hast und wir heute Zeugen sein dürfen. Ich danke dir für jeden, der hier ist, und ich bitte dich um ein offenes Herz, um eine offene Haltung, auf dein Wort, auf deine Botschaft zu hören und auch ja, es zu bewegen innerlich. Und wir wissen, dass wir Menschen nichts bewirken können und sind angewiesen auf die Wirkung von dir und bitten dich darum, dass du das tust, dass jeder Einzelne heute eine göttliche Begegnung hat und dass du dich in besonderer Weise zeigst. Ich möchte dich auch bitten, dass du die Aufregung nimmst bei den Taufkandidaten und dass du ihnen Freude schenkst, auch dieses besondere Bekenntnis auch heute hier zu geben, dich zu bezeugen, dir nachzufolgen. Bitte segne du diesen Gottesdienst und danke, dass du hier gegenwärtig bist und dass wir uns darauf stützen können. Amen. Nehmt bitte Platz. Wir werden jetzt noch auf ein weiteres Lied hören und wer es kennt, darf gerne mitsingen, wo es auch um diese Botschaft geht, um das Kreuz. Ja, dass Jesus am Kreuz für uns starb und wir geben ihm die Ehre und feiern ihn dafür, dass er das für uns Menschen bewirkt hat. Und im Anschluss, nach diesem Lied, werden wir dann die Taufe erleben. Genau. Wer möchte, der kann zur Ehre Gottes auch aufstehen zu diesem Lied. Geformt durch seine Hände für seine Gegenwart, erschaffen, um ihm nah zu sein. Getrennt durch meine Sünde von seiner Gegenwart, was mich von ihm trennt, wurde restlos weggeschwemmt, dort am Kreuz. Befreit durch seine Gnade von aller meiner Last, gereinigt durch sein Tor. Schuld,
Vater im Himmel, was für ein freudiger Tag, den wir heute erleben dürfen, den wir heute aus deiner Hand nehmen dürfen. Du hast diesen Tag gemacht und wir freuen uns an dir, wir freuen uns daran, Herr, dass du heute noch Menschen begegnest, dass du heute noch Menschen zu dir ziehst und ihnen neues, ewiges Leben schenkst. Und ich danke dir für jeden einzelnen von den Täuflingen, die ja diesen Glauben, diese Begegnung mit dir jetzt öffentlich durch die Taufe zum Ausdruck bringen wollen. Ich danke dir, Herr, dass wir das als Gemeinde miterleben dürfen, wie du deine Gemeinde baust, wie du Menschen hinzufügst. Und so bitte ich dich, dass du jetzt auch diese Taufhandlung segnest und mit jedem Einzelnen von ihnen bist. Amen. Wir nehmen Platz. Hallo, mein Name ist Nathalie Kraus, ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und habe drei wundervolle Kinder. Vor 5,5 Jahren kam ich mit meinem Leben nicht mehr gut zurecht und habe Jesus in mein Leben eingeladen. Bis heute habe ich diese Entscheidung keinen Moment bereut. Mit der Taufe möchte ich ihm für alles danken, dafür, dass er mich niemals aufgegeben hat und mich zu jeder Zeit geliebt hat und immer lieben wird. Liebe Nathalie, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er für deine Sünden gestorben ist, begraben wurde und für deine Erlösung wieder auferstanden ist? Ja, ich glaube. Auf deinen Glauben hin taufe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bin 68 Jahre alt. Ich weiß, dass der Jesus ist für mich, meine Sünde gestorben. Und ich möchte mit der Taufe bezeugen, dass ich auch mit ihm will weitergehen, das ganze Leben. Und ich möchte noch Danke sagen für meine Tochter. Sie war immer mit mir und hat mich viel erzählt, immer vom Jesus und hat immer gesagt, dass mit Jesus ist sehr gut zu leben. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich das auch mache. Liebe Lydia, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er auf die Erde gekommen ist
und für deine Sünden gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag für deine Erlösung wieder auferstanden ist. Ja, ich glaube. Auf deinen Glauben hin taufe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich heiße Roswitha Kaun, bin mit Hans Kaun verheiratet. Wir haben 3 erwachsene Kinder und 2 Enkelkinder. Und ich glaube, dass Gott Jesus für mich am Kreuz hat sterben lassen, für meine Schuld, dass er meine Sünde getragen hat und mir die Erlösung ermöglicht hat. Ich will ihm folgen und durch die Taufe will ich bezeugen, dass ich ganz zu ihm gehören werde, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich will ihm nachfolgen. Liebe Roswitha, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er auf diese Erde gekommen ist und am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, anschließend begraben wurde und für deine Erlösung am dritten Tag wieder auferstanden ist? Ja, ich glaube. Auf deinen Glauben hin taufe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hallo, liebe Gemeinde. Mein Name ist Nicole. Ich bin 48 Jahre verheiratet und wohne mit meiner Familie in Bredenbruch. Ja, meine erste Begegnung mit Gott hatte ich mit 12 Jahren, als ich mich dazu entschieden habe, meine Familie zu verlassen und in eine Pflegefamilie zu gehen. Ich war damals sehr traurig und habe Gott gefragt, warum. Mit 17 war ich dann so verzweifelt, dass ich absolut keinen Lebenswillen mehr hatte. Aber ich glaube, dass Gott mir auch in dieser Zeit dazu verholfen hat, wieder Freude am Leben zu bekommen, indem er mir meinen Ehemann Matthias zur Seite gestellt hat. In den folgenden Jahren hatte ich immer wieder Begegnungen mit Gott, so auch durch meine Schwägerin Heike, die in den letzten Jahren für mich gebetet hat und mir das auch immer sagte. Aber zu diesem Zeitpunkt wollte ich absolut noch nichts von Gott wissen. 3 dieser Ereignisse haben mein und das Leben meiner Familie sehr geprägt und verändert. Das erste einschneidende Erlebnis erfuhren wir 3 Tage vor der Geburt unserer 3. Tochter Katharina, die mit Down-Syndrom zur Welt kam. Ihr Gesundheitszustand war sehr kritisch und sie sollte direkt nach der Geburt operiert werden. Diese Diagnose machte mich hilflos und verzweifelt. Aber Gott war auch da bei uns. Durch eine Bekannte, sie war Christin und wir waren damals zur gleichen Zeit schwanger, bekam ich alle Informationen über Down-Syndrom, die ich brauchte. Es hieß zu Beginn ihrer Schwangerschaft, dass ihr Kind Down-Syndrom hat, was sich aber nicht bestätigte. Und so konnte sie mir in dieser Situation helfen. Als Katharina dann auf der Welt war, hat Gott sie die Operation gut überstehen lassen und unser Leben durch sie auf seine einzigartige Weise bereichert. Das zweite einschneidende Erlebnis passierte am 22. Januar 2020, morgens um 6:15 Uhr, als ich durch meinen Wecker geweckt wurde. Ich roch sofort, dass Rauch in der Luft war.
Sofort weckte ich meinen Mann. Er schaute nach der Ursache und nach wenigen Augenblicken stiegen Flammen auf. Wir konnten uns aber alle ohne große Verletzungen retten. Jedoch verloren wir unser ganzes Hab und Gut auf der oberen Etage. In unserem Schlafzimmer, wo der Brand entstand, haben wir durch die Hitze und das Feuer alles verloren, bis auf zwei Dinge, die ich heute noch habe. Ein Kreuz, was über dem Bett meiner Tochter Kathi hing. Sie schläft mit in unserem Schlafzimmer. Und ein Bild von ihr, was bei der Geburt im Krankenhaus gemacht wurde. Bilder unserer drei Töchter hingen zusammen an der Wand, aber nur Kathis Bild und das Kreuz sind unversehrt geblieben. Ich weiß heute, dass Gott an diesem Morgen uns beschützt hat, unser Leben gerettet hat, uns und jede Menge Helfer zur Seite gestellt hat. Feuerwehr, Familie, Freunde und Nachbarn und noch viele mehr. Mein letztes, drittes einschneidendes Erlebnis mit Gott hatte ich, als ich meine Mutter über längere Zeit gepflegt habe. Ich zog im Januar 2022 mit meiner Tochter Kathi zu ihr. Gott hat mir und meiner Mutter in dieser intensiven gemeinsamen Zeit noch einmal die Chance gegeben, unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen und einander zu vergeben. Kurz vor ihrem Tod bat mich meine Mutter, ein Fahrrad zu holen. Sie wollte noch vor ihrem Tod ihre Sünden ablegen. Das war ihr sehr wichtig, obwohl sie nie sehr gläubig gewesen ist. Es kam ein sehr nettes Ehepaar einer anderen Gemeinde. Sie sprachen sehr lieb mit ihr. Und was der Mann dann meiner Mutter sagte, werde ich wohl nie wieder vergessen. Er meinte, dass es nie zu spät ist, Gott um Verzeihung zu bitten. Vergebung. Wenn sie aufrichtig sich zu ihren Sünden bekennt und Jesus um Vergebung ihrer Schulden bittet, dass dann all ihre Sünden vergeben werden. Das war ihr so wichtig und ich bin Gott so dankbar, dass sie diese Chance noch bekommen hat. Nach ihrem Tod fiel ich dann in ein ganz tiefes Loch, bekam schwere Depressionen. Auch meine Familie litt sehr darunter. Doch Gott war auch da bei uns und half mir in dieser Situation. Er gab mir die Kraft, wieder meine damals ehemalige beste Freundin Steffi zu kontaktieren, mit der ich zu diesem Zeitpunkt noch Streit hatte. Er gab mir und ihr die Kraft, den Streit beizulegen, Freunde zu werden und verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Wäre Gott da nicht schon an ihrer Seite gewesen, hätte sie mir nie vergeben. Denn Gott hat Tanja in der Zeit, wo wir keinen Kontakt hatten, an Steffis Seite gestellt. Sie hat Steffi erklärt, dass Vergebung im Glauben mit Jesus sehr wichtig ist. So ging Steffi mit Tanja mit in die Gemeinde und eines Tages fragte sie mich, ob ich nicht auch mal mit ihr gehen möchte. Ich ging mit ihr und meine endgültige Entscheidung, Gott und Jesus zu folgen, gab mir die Themenwoche mit David Kröker. Mit seiner letzten Predigt, mit Jesus nicht mehr verloren, hat er mich dazu bewogen, den Weg mit Jesus zu gehen. Er sagte, wenn man den Mantel der Gerechtigkeit trägt, man endlich zur Ruhe kommen kann. An diesem Tag war für mich klar, dass ich nur dadurch meine Erlösung bekomme und ich wäre am liebsten, wie schon die Tage zuvor, durch diese weiße Türe gegangen. Ich habe mich schon durchgehen sehen. Da ich aber noch einige Fragen über den Glauben hatte, bat ich Tanja um ein Gespräch. Wir trafen uns und redeten viel über den Glauben und dabei beantwortete sie mir all meine Fragen. Gegen Ende des Gesprächs erklärte sie mir, wie man sich zu Gott bekehrt, dass man mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Als ich am nächsten Tag meine Tochter Steffi von der Arbeit abholen musste, hatte ich für mich die Ruhe ganz alleine und so habe ich an dem Abend vor Gott und Jesus meine Sünden bekannt und um Vergebung gebeten. Gott zog mich so sehr zu sich, doch ich erkannte es so viele Jahre nicht. Im Gegenteil, immer wenn ich Probleme hatte, haderte ich. Ich kam innerlich nie zur Ruhe. Selbst in guten Zeiten, die wir durchaus hatten, fehlte sie mir. Durch meinen Glauben an Gott und Jesus habe ich endlich meine Ruhe gefunden, nach der ich mich so lange gesehnt habe. Durch meine Zeit mit Jesus habe ich gelernt, laut zu beten,
und bekomme somit die Sicherheit, den Tag über nicht mehr alleine zu sein, denn ich weiß, Gott ist bei mir. Mit der Taufe möchte ich mich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu Jesus bekennen, dazu, dass er für meine Sünden gestorben ist und ich von nun an mit ihm leben möchte. Liebe Nicole, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er auf diese Erde gekommen ist und für deine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag für deine Erlösung wieder auferstanden ist? Ja, ich glaube. Auf deinen Glauben hin taufe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bin entschieden. Jesus. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. So, guten Morgen, ich bin Samuel Wiebe, 17 Jahre alt. Ich bin hier christlich aufgewachsen, habe mich vor 5-6 Jahren bekehrt. Also ich habe das Geschenk der Vergebung von Jesus angenommen. Und ich möchte mich jetzt taufen lassen, um der sichtbaren Welt, aber auch der unsichtbaren Welt zu zeigen, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich mich sein Kind nennen darf, dass ich einfach der Mittelpunkt meines Lebens sein soll. Genau. Lieber Samuel, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er für deine Sünden gestorben ist, am Kreuz von Golgatha begraben wurde und am dritten Tag für deine Erlösung wieder auferstanden ist? Ja, ich glaube. Auf deinen Glauben hin taufe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Name ist Robin Weiß, ich bin 18 Jahre alt und ich durfte einfach erleben, ja, wie Gott mich verändert hat durch Predigten, durch Gebet, sodass er mir ja einfach alle Zweifel genommen hat. Dass ich jetzt weiß, dass Jesus mir alle meine Sünden vergeben hat und das möchte ich jetzt einfach mit der Taufe bezeugen. Lieber Robin, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er für deine Sünden gestorben ist, am Kreuz von Golgatha begraben wurde und am dritten Tag für deine Erlösung wieder auferstanden ist? Ja, ich glaube. Auf deinen Glauben hin taufe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Welt. Das zu hören von diesen Menschen, die Jesus Christus verändert hat und die das jetzt öffentlich gemacht haben,
dass sie zu Jesus Christus gehören und ihm treu nachfolgen wollen. Was für eine Freude für uns als Gemeinde. Und weil Gott derjenige ist, der diesen Lob und auch diese Ehre verdient, das wollen wir jetzt auch zum Ausdruck bringen in Form von zwei Liedern, wo wir diese Rettungstat Gottes in Jesus Christus besingen und uns nochmal bewusst werden über den Stand, dass wir Kinder Gottes sind. Und mein Vorschlag ist, dass wir zusammen aufstehen, wer möchte, und dass wir diese Lieder kräftig singen zum Lob Gottes. Zog mich aus dem wilden Meer. Nun bin ich hier, steh auf festem Grund, der Herr ist meine Schuld bezahlt, der Herr ist meine
Ja, so eine Freude, die wir gerade miterleben durften, wie diese 6 Personen bezeugt haben, dass sie für ihr altes Leben gestorben sind, ja, mit Jesus Christus begraben worden sind und mit ihm zu einem neuen, ewigen Leben wieder auferstanden sind. Ja, diese Wiedergeburt haben unsere Täuflinge erlebt und gerade nochmal symbolisch ausgedrückt und öffentlich bestätigt, was zuvor in ihren Herzen geschehen ist. Und ich denke, wir alle und auch ich, wir freuen uns sehr mit Ihnen. Und ich fand das so wunderbar, jetzt gerade hier, aber gerade auch am vergangenen Mittwoch noch etwas ausführlicher, einfach zu hören, wie die Täuflinge davon berichtet haben, was Gott in ihrem Leben getan hat. Wie er sie oder wie er ihnen jeden auf seinem ganz eigenen Wege begegnet ist und sie zu sich gezogen hat. Ja, das ist immer so herrlich zu hören und in christlichen Kreisen nennen wir das auch Zeugnis geben. Ja, wenn jemand davon berichtet, wie er Christ geworden ist und was Gott Wunderbares in seinem Leben getan hat und was er mit Gott erlebt hat. Und in dem Abschnitt, den ich heute mit euch gemeinsam anschauen will, tut Apostel Paulus genau das Gleiche. Ja, er schaut zurück und berichtet uns davon, wer er ohne Gott war, ja, wie Gott ihn gefunden und zu sich gezogen hat und was das für Auswirkungen auf sein Leben hatte. Ja, ich will heute weitergehen in meiner Predigtreihe im Galaterbrief, der ja von unserer Freiheit in Jesus Christus spricht. Und der, wie ich es auch letztes Mal schon gesagt habe, der Grund dafür ist, dass wir jetzt am vergangenen Dienstag auch nach über 500 Jahren die Reformation gefeiert haben, weil es unser Land und ganz Europa so nachhaltig verändert hat, als sich ein Mann namens Martin Luther mit dem Galaterbrief auseinandergesetzt hat und der sein Herz völlig in Brand gesetzt hat und ihn in diese Freiheit des Glaubens geführt hat. Ja, Religionsfreiheit anstatt Religionszwang, Bildung für alle anstatt nur für sehr wenige, Werte wie die Würde des Menschen ist unantastbar, all das sind Auswirkungen der Reformation, die auf die Kraft des Galaterbriefes zurückzuführen sind. Und Paulus gibt jetzt eben Zeugnis, wie er diese verändernde Kraft erlebt hat und wie er in die Freiheit in Jesus Christus geführt wurde. Das tut er zum einen, um Gott zu loben, ja, um seine Güte und Gnade hervorzuheben und zu preisen, aber auch, um denen entgegenzutreten, die seine Botschaft angriffen und ihn
ja, unglaubwürdig darstellen wollten. Denn genau das ist die Situation, die wir hier im Brief sehen, den Paulus ja an mehrere Gemeinden schreibt, die er selber während seiner ersten Missionsreise in der heutigen Türkei gegründet hatte. Und nachdem Paulus von dort weitergezogen war, kamen eben sogenannte Judaisten aus Jerusalem, die zu den Galatern gesagt haben, ach, Paulus, ja, der nennt sich zwar Apostel, der hält sich zwar für einen Botschafter Jesu, aber der wurde ja nie von Jesus unterrichtet. Ja, der war ja gar nicht 3 Jahre mit Jesus unterwegs, so wie die anderen Apostel. Der ist ihm nie begegnet und der hat sein Vorbild nie erlebt. Der hat überhaupt kein Recht, im Namen Gottes zu reden. Und außerdem hat er euch gar nicht die ganze Botschaft Jesu erzählt, sondern nur so christlich angehauchte Halbwahrheiten. Der will nämlich nur euer Geld, ja, eure Anerkennung. Der will nur möglichst viele Anhänger. Deswegen erzählt er euch ein möglichst attraktives und leichtes Evangelium. Ja, der erzählt euch, glaubt nur an Jesus und ihr seid gerettet. Aber von den jüdischen Vorschriften, die ihr zusätzlich auch noch halten müsst, davon hat er euch natürlich nichts erzählt. Ja, dass ihr euch neben Jesus auch noch beschneiden lassen und gewisse Speisegesetze und Feiertagsgebote einhalten müsst, um wirklich Kind Gottes zu sein und wirklich von Gott angenommen zu sein, das hat er euch natürlich schön verschwiegen. Aber zum Glück sind wir jetzt hier, um euch die ganze Botschaft Gottes zu erzählen. Ja, in diese Situation schreibt Paulus hier hinein. Und wir haben bereits beim letzten Mal gesehen, wie fassungslos Paulus darüber war, dass sich die Galater so leicht verwirren ließen. Und wie er direkt zu Beginn sich förmlich überschlägt und ihnen direkt nochmal die gute Nachricht von Jesus Christus erklärt. Und das Spannende ist, dass Paulus jetzt ab Vers 11 keine klugen, ausgefeilten Argumente auspackt, um sich irgendwie zu verteidigen und zu beweisen, dass er wirklich im Auftrag Gottes unterwegs ist und die Wahrheit erzählt. Nein, ja, das tut Paulus jetzt nicht, sondern er erzählt jetzt einfach, was Gott in seinem Leben getan hat. Weil die frohe Botschaft von Jesus Christus, die Paulus verkündigte, keine Theorie ist, sondern Dynamit, ja, das Menschenleben völlig verändert und befreit. Weil das Leben eines Menschen, in dem das Evangelium tatsächlich lebt, der beste Beweis dafür ist, dass das Evangelium von Jesus Christus wahr ist. Ja, die Botschaft von Jesus beglaubigt sich selbst dadurch, wie sie einen Menschen verändert. Und davon erzählt eben jetzt auch Paulus. Und lasst uns jetzt einmal einsteigen und erstmal nur die Verse 11 und 12 lesen, wo Paulus zunächst mal seine Absicht klar macht, bevor er dann in sein eigentliches Zeugnis einsteigt. Und zwar heißt es hier in Galater 1 ab Vers 11, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also Paulus macht hier zunächst mal deutlich, dass er mit all dem, was er gleich noch alles sagen wird, einfach klar machen will, dass er tatsächlich Botschafter Gottes ist und dass seine Botschaft eben nicht menschenerdacht ist. Ja, das, was Paulus erzählt hat, das hat er sich nicht selber ausgedacht. Ja, das hat er sich auch nicht irgendwo angelesen. Das hat ihm auch kein anderer beigebracht. Das hat er nirgendwo studiert. Darauf ist er nicht bei YouTube gestoßen, sondern das, was er erzählt hat, hat ihm Gott höchstpersönlich offenbart. Ja, es war Gottes Botschaft. Ja, Paulus war hier nur der Gesandte. Aber Gott selbst ist hier der Sprechende. Und wir haben schon beim letzten Mal gesehen, wie einzigartig und exklusiv und anders die Botschaft Jesu ist. Denn bei allen anderen Erlösungsbotschaften heißt es doch immer, tu dies und das, dann nimmt Gott dich an. Dann gehst du nicht verloren. Ja, benimm dich erst auf eine bestimmte Art und Weise, folge bestimmten Regeln, sei ein guter Mensch, erfülle gewisse Werte und Moralvorstellungen und dann nimmt Gott dich an. Deswegen streng dich an, ja, stimm Gott gnädig, beweis, dass du gut genug bist. Und sieh zu, dass eben die positive Waagschale, ja, die guten Werke überwiegen. Und ganz ehrlich, das hört sich sogar irgendwo richtig gut an, oder?
Es fühlt sich gut an, es selber in der Hand zu haben, ja, es selber mit Gott aufnehmen zu können und es sich selber zu verdienen, in den Himmel zu kommen. Es tut gut, selber etwas zu erreichen, ja, selber jemand zu sein und vielleicht sogar ein bisschen besser und gerechter als die anderen. Ja, das ist nur logisch für unser Denken hier, oder? Das passt, ja? Verdien es dir, so läuft das nun mal in dieser Welt. Ja, irgendwie gehen wir automatisch davon aus, dass es so laufen muss. Ja, bei uns gibt es nichts umsonst. Aber interessanterweise ist das Evangelium von Jesus Christus, das von mir verkündigte Evangelium, wie Paulus es hier in Vers 11 sagt, genau umgekehrt. Ja, und so ganz anders als die Denkmuster dieser Welt. Denn welcher Mensch, ja, sollte sich eine Erlösungsbotschaft ausdenken, in der er selber von vornherein überhaupt keine Chance hat? In der der Mensch mit allem, was er tut, trotzdem rein gar nichts dazu beitragen kann, dass er sich aus seinem verlorenen Zustand irgendwie herausretten könnte. Ja, nichts, um sich bei Gott zu empfehlen oder wieder etwas gut zu machen. Nichts, um sich vor Gott als guter Mensch zu erweisen. Ja, das Evangelium von Jesus Christus sagt dir, dass du dich selber nicht erlösen kannst. Es sagt dir aber auch, dass da ein Gott ist, der es liebt, das für dich zu übernehmen, der es liebt, dich zu retten, der du es selber nicht kannst. Und der deshalb bereit war, für dich den Himmel aufzugeben, sich für dich zu erniedrigen, in Jesus Christus für dich auf diese Welt zu kommen, für dich das perfekt Heilige und Fehlerfreie zu leben, das du niemals leben konntest. Und der dann für dich all deine Schuld, all deine Unfähigkeit, Gottes heiligen Ansprüchen zu genügen, auf sich genommen hat und sich für dich stellvertretend am Kreuz von Gott dafür richten ließ, um dich zu erlösen, um dich wieder annehmbar vor Gott zu machen, um dich mit Gott zu versöhnen und dir ewiges Leben in Gottes herrlicher Gegenwart zu schenken. Ja, die frohe Botschaft von Jesus Christus basiert auf Gnade. Es bedeutet, etwas zu bekommen, was du dir nicht verdienen kannst, von jemandem, der es dir nicht geschuldet hat, sondern der es einfach nur aus sich heraus geliebt hat, sich über deine völlige Hilflosigkeit zu erbarmen. Und der dich bedingungslos annimmt, wenn du dir einfach nur eingestehst, ja, ich bin von dieser Gnade abhängig, ich bin von Jesus Christus abhängig. So eine herrliche Botschaft. Aber für unser Denken eigentlich irgendwie auch zu herrlich, oder? Ja, welcher Mensch sollte sich so etwas ausdenken? Das passt irgendwie gar nicht. Ja, und außerdem, wo ist da der Reiz? Ja, damit gewinnt man doch keine Anhänger. Ja, denn es liegt in unserer Natur, es selbst zu machen, ja, uns selbst zu erlösen, selber besser zu werden, selber gut zu sein. Wir wollen nicht hören, unser Ego will nicht hören, dass wir es selber nicht können. Ja, wir wollen etwas tun. Wir wollen nicht hören, dass wir von Gnade angewiesen sind, auf Gnade angewiesen sind. Und genau das war ja auch dieses menschliche Denken, das die Judaisten hier nach Galatien gebracht haben. Denn sie sagten, ja, du brauchst Jesus, um ein gerettetes Kind Gottes zu sein, aber das alleine reicht dann eben doch noch nicht aus. Denn du kannst und musst zusätzlich auch noch die jüdischen Traditionen einhalten, um wirklich gerettet zu sein, um wirklich Kind Gottes zu sein. Ja, das war wieder eine menschliche Selbsterlösungsbotschaft, ja, die dieses göttliche Evangelium wieder komplett auf den Kopf gestellt hatte. Und damit war es eben kein anderes, sondern ganz einfach gar kein göttliches Evangelium mehr. Ja, die Botschaft der Gnade Jesu ist nicht von dieser Welt, sondern von einem unendlich großen, liebenden und gnädigen Gott, der nicht in unser Denken passt. Ganz im Gegenteil. Ja, Paulus schreibt an anderer Stelle, dass das Wort vom Kreuz für unser menschliches Denken eine absolute, völlige Dummheit ist. Ja, das will nicht in unseren Kopf und schon gar nicht in unser Herz. Es sei denn, ja, Gott selbst offenbart es dir, ja, so wie er es hier bei Paulus tat
Und wie er es auch bei unseren Täuflingen tat. Ich kann mich erinnern, jetzt am Mittwoch erzählte ein Täufling in seinem Zeugnis, dass er damals als Kind schon vieles von Gott gehört hatte, aber irgendwie keinen Zugang dazu hatte, er irgendwie nicht berührt wurde. Denn wir sind so abhängig davon, dass Gott uns die Augen für seine geistliche Realität und Wahrheit öffnet. Und das will er heute durch seinen Gesandten Paulus tun, durch den Galaterbrief, durch diese Predigt. Ihr Lieben, ich bete so sehr, dass Gott sich dir heute offenbart, dass er dir vielleicht zum ersten Mal Erkenntnis für sein Evangelium schenkt oder aber dich in dieser Erkenntnis wachsen lässt und dich vielleicht aufs Neue von all dem menschlichen Gedankengut, das sich so schnell bei uns einschleichen kann und uns verwirren kann, wie es hier bei den Galatern der Fall war, einfach befreit. Und Paulus erzählt jetzt, wie er das erlebt hat. Ja, wie Gott, wie Jesus Christus sich ihm gezeigt hat und wie er diese göttliche Offenbarung, ja, wie es ihn von aller Lüge befreit und ja, komplett verändert hat. Und das ist auch so bezeichnend für das Evangelium Gottes. Ja, für die einen ist es eine Dummheit, aber für diejenigen, die es erkannt haben und die Gottes bedingungslose Annahme erfahren haben, für diejenigen ist es eine Gotteskraft. Ja, nie dagewesener Friede, Ruhe, Gewissheit, Freiheit und Freude, die das Leben verändert und zur Nachfolge befähigt. Gottes Ja zu uns macht uns frei, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und davon gibt Paulus jetzt Zeugnis, indem er in Vers 13 und 14 jetzt erstmal davon erzählt, wer er war, bevor Gott ihm begegnet ist. Lasst uns weiter ab Vers 13 einmal lesen. Hier heißt es, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Also Paulus erzählt jetzt zunächst mal, ja, wie er in seinem alten Leben als orthodoxer Jude ordentlich Karriere gemacht hat. Ja, sein ganzes Leben lang hatte er sich strengstens bemüht, nach jüdischen Traditionen und Sitten zu leben, wobei er innerhalb seines religiösen Systems einen regelrechten Senkrechtstaat machte, ja, und die meisten seiner Generation übertraf, wie er es hier in Vers 14 schreibt. Ja, Paulus war einer der Besten in dem, womit die Judaisten jetzt ankamen. Ja, von klein auf wurde Paulus im mosaischen Gesetz unterrichtet. Ja, Paulus studierte bei Gamaliel, ja, einem der berühmtesten Rabbiner. Und er bekam sogar die amtliche Anerkennung als Schriftgelehrter. Ja, Paulus war Professor, Doktor der Theologie und dazu auch noch Pharisäer. Ja, also Teil einer extremst religiösen Gruppe, die sich selber die Abgesonderten nannten, weil sie sich nochmal zusätzlich unzählig viele Rituale, Bräuche und irgendwelche Gesetze ausdachten und auferlegten, um nochmal moralisch mehr hervorzustechen. Und Paulus war voll auf Kurs. Und bereits in den frühen 30ern, in seinen frühen 30ern, ja, anerkannter, in ganz Israel anerkannter, ja, geistlicher Führer oder religiöser Führer. Und ich glaube, die Frage, die Paulus hier in seinem Zeugnis an dieser Stelle einfach anregen will, ist, warum um alles in der Welt sollte so ein Star jetzt auf einmal auf die Idee kommen, ich höre auf. Ich sage jetzt einfach mal, dass dieser ganze religiöse Unfug wertlos ist und derjenige, der das Gegenteil behauptet, verflucht sein soll. Ja, wie er es ja in Vers 8 und 9 tat. Das macht kein Mensch. Ja, das wäre so, als würde Kylian Mbappé, der zurzeit wertvollste Fußballspieler und mitunter auch beste Fußballspieler der Welt, ja, mit 24 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere jetzt auf einmal einfach sagen, ach, ich höre auf, ich steige aus. Fußball ist doch albern, das ist doch Zeitverschwendung und gehört verboten. Ja, das macht kein Mensch, der gerade durch die Decke geht mit dem, was er tut. Und wie
wie viel Paulus seinen Erfolgskurs bedeutete, das sehen wir nicht nur daran, wie er für sein Judentum brannte, sondern auch daran, dass er bereit war, es bis aufs Blut zu schützen. Denn er sagt hier in Vers 13, dass er für seine Karriere die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Paulus hasste die Botschaft von Jesus Christus. Paulus hasste diesen Weg des Nazareners, diese Sekte des Nazareners so sehr wie kein anderer. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass er es war, der Stephanus, den Prediger, töten ließ. Er gab den Befehl, dass er so lange mit Steinen beschmissen wird, bis er tot ist. Und dass Paulus es war, der daraufhin in ganz Jerusalem Familien auseinanderriss, Christen ins Gefängnis werfen ließ und sie sogar töten ließ. Herr Paulus war so besessen davon, die Gemeinde Jesu auszurotten, dass er es war, der sich bei den Hohepriestern erbat, Christen auch über die Stadt und auch Landesgrenzen in Syrien zu jagen. Paulus war es, der darum bat. Ja, der Vorschlag und die Bitte kam von ihm, um die Botschaft Gottes nicht nur zu vertreiben, sondern wirklich mit Stumpf und Stiel vollkommen auszurotten. Und wir lesen, dass er hasserfüllt gegen die Nachfolger Jesu schnaubte. Ja, dass dieser Ausdruck schnaubte, als er sich jetzt hier auf den Weg nach Damaskus machte. Und ja, was Paulus hier einfach so deutlich machen will, ist, dass er sein ganzes Leben lang ein Mensch gewesen war, der darin gefangen und davon getrieben war, seinem Gott, den er überhaupt nicht kannte, anderen Menschen und auch sich selber zu beweisen, dass er gut ist und den Himmel verdient hat. Und deswegen so dermaßen voller Zorn gegen das Evangelium der Gnade kochte, weil es an dem rüttelte, was er sich sein ganzes Leben lang aufgebaut hatte. Es rüttelte an seinem Lebensfundament, an seiner Identität. Ich meine, ja, Paulus hätte die Christen für das, was sie glauben, ja auch einfach ja, irgendwie belächeln oder bemitleiden können. Ja? Sie hatten ihm ja nichts getan. Aber es ist nun mal so, dass die Wahrheit keinen kalt lässt. Ja, die einen hören sie und fallen vor Jesus nieder und beten ihn an. Die anderen aber schnauben vor Wut und wollen ihn weghaben, weil Gnade ihnen zeigt, was sie selber nicht können. Und so war Paulus, der das Leben vieler unschuldiger Menschen auf dem Gewissen hatte, um seine eigene Selbstgerechtigkeit zu verteidigen, jetzt auf dem Weg nach Damaskus ganz entschlossen, um seine nächsten Opfer zu suchen. Und er bringt durch die Art und Weise, wie er hier sein Zeugnis erzählt, einfach ganz deutlich zum Ausdruck, dass er in keiner absolut keiner Weise darauf bedacht war, sein Leben irgendwie zu ändern. Und schon gar nicht in das genaue Gegenteil. Sondern er war so unbeirrbar auf seinem Weg, wie ein Stier, der rot sieht. Und damit unterstreicht Paulus einfach nochmal das, was er zuvor gesagt hatte. Nämlich, dass nicht er selbst oder irgendein anderer Mensch ihm diese Flauseln in den Kopf gesetzt hat, jetzt auf einmal einfach zum Christentum überzutreten. Ja, das macht kein Mensch einfach so. Da muss es mit höheren Dingen zugegangen sein. Ja, das muss Gott gewesen sein. So eine Veränderung ist nicht menschlich. Das muss an ein Wunder grenzen. Und von diesem Wunder erzählt Paulus jetzt weiter in seinem Zeugnis. In Vers 15, hier schreibt er oder erzählt er, als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Ja, als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ja, diese Offenbarung hat alles verändert. Denn sie machte Paulus von Terroristen zum Evangelisten. Ja, Gott riss ihn aus seinem Tunnel und kehrte ihn um in das genaue Gegenteil, als er ihm die Augen für Jesus Christus öffnete. Ja, wie sich das genau auf dem Weg nach Damaskus zugetragen hat, das können wir in Apostelgeschichte 9 nachlesen. Aber das Spannende hier ist, dass wir hier nicht lesen, als es deswegen Gott wohlgefiel,
So als hätte sich Paulus irgendwie durch sein Theologiestudium oder ja, sein eifriges Pharisäertum sich irgendwie verdient hätte, dass Gott sich ihm zeigt. Nein, sondern all das, was er tat, führte hier nur zu einem Aber. Er schreibt hier, aber, ja, trotz all dem hat sich Jesus mir zu erkennen gegeben. Ja, Gott hat hier aus Gnade, was er schon von Mutterleib an mit Paulus vorhatte. Wo wir uns jetzt vielleicht fragen, warum so spät? Ja, warum nicht schon viel früher? Warum mussten durch Paulus erst so viele Christen gefoltert und hingerichtet werden? Warum musste erst so viel Böses durch Paulus geschehen? Das ist eine gute Frage, die Paulus uns selbst in 1. Timotheus 1, Vers 16 beantwortet, wo er sagt, eben deshalb hatte Jesus Christus Erbarmen mit mir. Gerade an mir wollte er zeigen, welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Ja, Gott hat sich Paulus erst hier offenbart, damit jeder von uns heute wissen darf, dass Gottes Gnade auch für mich und für dich ausreicht. Ich weiß nicht, mit welcher Schuld und Last du vielleicht heute hier sitzt. Aber Paulus' Bekehrung sagt dir, dass kein Mensch gut genug ist, um Gottes Gnade nicht zu brauchen. Aber auch kein Mensch so böse ist, als dass Gottes Gnade für ihn nicht ausreichen würde. Ja, auch deine hässlichsten und abartigsten Taten und Gedanken sind nicht so schlimm, als dass Gott sie dir nicht vergeben könnte und würde. Ja, für Gott ist keine Schuld zu groß. Ja, letztens sagte mir jemand, boah, ich höre das zum ersten Mal, ja, dass ich zu Jesus einfach kommen kann, wie ich gerade bin. Und ich sagte, okay, und was hält dich gerade noch ab, genau das zu tun? Woraufhin er sagte, du hast keine Ahnung, was ich alles in meinem Leben getan habe. Und das hatte ich wirklich nicht. Aber Gott schon. Ja, Gott weiß Bescheid. Gott sieht ganz tief in unser Herz. Er weiß alles. Aber wenn er dich gerade anspricht, bedeutet das, dass er dir trotzdem seine Hand reicht, dich einladen will, dich zu sich ziehen will, dich ins ewige Leben hineinretten will, wie es hier heißt. Und wo es eine rein menschliche Lüge ist, zu meinen, dass die eigene Schuld zu groß wäre. Denn Gott will dich alleine aus seiner großen Gnade und Liebe retten. Ja, wir haben das hier in Vers 15 gelesen, dass es Gott wohlgefiel, auch jemanden wie Paulus zu retten. Denn er liebt es, schuldige Sünder zu retten. Das ist seine Freude. Dafür gab Gott seinen Sohn. Dafür hat Gott den höchsten Preis bezahlt. Und Jesus Christus ist bereits für dich ans Kreuz gegangen. Und er lädt dich heute ein, das einfach für dich in Anspruch zu nehmen. Und auf sein Ziehen und Reden zu reagieren. Wisst ihr, Paulus schreibt im Philipperbrief, dass er genau hier erkannte, was ihm sein ganzes Leben lang auf seinem religiösen Erfolgskurs fehlte. Wisst ihr, genau dann, wenn Gott sich uns offenbart, erkennen wir unsere eigene Schuld, ja, unsere Mittellosigkeit und wie abhängig wir von Jesus Christus sind. Und Paulus schreibt dann an die Philipper, dass er seitdem all seine religiösen Errungenschaften, all das, worauf er bisher seine Gerechtigkeit baute, für wertlosen Dreck achtete und sich nur noch nach Jesus Christus ausstreckte, der ihn befreite von dieser Last der Selbsterlösung und von seiner Schuld und ihn tatsächlich rettete. Wir haben gerade gelesen, dass wir uns im Glauben nach Jesus Christus ausstrecken, im Glauben in das ewige Leben hineingerettet werden. Und Glaube meint mehr als einfach nur ein Fürwahrhalten. Ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube sogar, dass Jesus damals am Kreuz gestorben ist. Glaube ist mehr als einfach nur das zu sagen. Glaube ist auch mehr als eine Vermutung. Ja, mehr als einfach nur zu sagen, ich glaube, Bayer Leverkusen gewinnt dieses Jahr die Bundesliga. Vielleicht aber auch nicht, ja, kann keiner wissen. Ja, Glaube ist mehr. Glaube, der dich rettet, basiert auf Tatsachen, die gewiss sind, geht dann aber noch einen Schritt weiter und setzt sein ganzes Vertrauen in diese Fakten. Ja, das ist wie bei einem Bungee-Jump. Ja, ich habe euch hier mal ein Bild von der
Zhangyai-Brücke mitgebracht, die sich in China über eine 300 Meter tiefe Schlucht spannt und wo es die Möglichkeit gibt, den weltweit tiefsten Bungee-Jump zu machen. Und schau mal, in dem Moment, wo du von dieser Plattform springst, verlässt du alle deine bisherigen Sicherheiten. Ja, du verlierst den Boden, auf dem du bisher standest, du springst und du setzt dein ganzes Vertrauen in die Tatsache, dass alleine dieses Seil dich hält. Denn wenn es das nicht tut, können wir uns bei 300 Metern ja vorstellen, was mit dir passiert. Das heißt, in dem Moment, wo du springst, legst du dein ganzes Vertrauen alleine in dieses Seil, an dem dein ganzes Leben hängt. Und ihr Lieben, genau das ist rettender Glaube. Ich lasse alle anderen Sicherheiten los. Ich springe und setze mein ganzes Vertrauen alleine da rein, was Jesus für mich getan hat. Ich höre auf, mich auf meine eigene Gerechtigkeit zu verlassen. Ich höre auf das zu vertrauen, was ich bin und tue. Und ich springe und setze mein ganzes Vertrauen alleine da rein, dass allein Jesu Gerechtigkeit auch für mich ausreicht. Und ich komme zu ihm mit all meiner Schuld, mit leeren Händen, einfach so, wie ich bin und nicht so, wie ich meine, es für Jesus sein zu müssen. Und ich vertraue mich ihm an. Und wenn Gott dich heute anspricht, dann möchte ich dich einfach einladen oder dir das Angebot machen, gleich mit uns Ältesten zu sprechen oder anderen Christen. Und wir wollen dir einfach so gerne helfen, die nächsten Glaubensschritte zu gehen und vielleicht sogar diesen Sprung zu wagen, damit auch du ins ewige Leben hineingerettet wirst. Also wie es schon viele hier in diesem Raum erlebt haben und auch unsere Täuflinge. Paulus' Biografie zeigt uns aber nicht nur, dass keine Schuld zu groß ist, als dass sie nicht vergeben werden könnte, sondern auch, dass keine Vergangenheit, kein Leben zu kaputt ist, als dass er es nicht gebrauchen könnte. Ja, ganz im Gegenteil. Herr Paulus sagt hier in Vers 16, dass Gott sich ihm geoffenbart hat in seiner Gnade, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Ja, Gott wollte gerade Paulus als Werkzeug in seinem Reich gebrauchen, um sich durch ihn, den Heiden, das heißt den Nichtjuden, den Galatern und auch uns, durch das Evangelium zu offenbaren. Ja, Paulus' Kenntnis vom Alten Testament, sein Eifer, seine Gelehrsamkeit, diese Energie, mit der er sich einst gegen Gott und seine Gemeinde stellte, all das nutzte Gott, um Paulus in seinem Reich so gewaltig zu gebrauchen. Ja, genau darauf hatte Gott ihn schon von Mutterleib an, sein ganzes Leben lang vorbereitet. Und ja, das wird hier einfach so deutlich, dass Gott Paulus nicht nur ihm, sondern auch anderen zuliebe gerettet hat. Liebe Täuflinge, Gott will auch euch anderen zuliebe gebrauchen. Das macht Gott ganz deutlich, mit euren Gaben, mit eurer Persönlichkeit, gerade auch mit all dem, was ihr bisher in eurem Leben erlebt habt, mit eurer Erfahrung. Ich durfte das selber erleben, persönlich, im Umgang zum Beispiel mit Teenagern. Wie meine damals gottlose Teenie- und Jugendzeit mich einfach dazu befähigt hat, mich ganz anders in den einen oder anderen hineinversetzen zu können, ihn ganz anders zu verstehen, ein ganz anderes Anliegen dafür zu entwickeln, ihm in seinen Problemen, Herausforderungen und Kämpfen zu helfen. Das hat mich ermutigt, auch wenn ich mir bis heute wünsche, dass ich mir meine Teenie- und Jugendzeit anders gestaltet und verbracht hätte. Aber Gott gebraucht das. Und die Bibel macht so deutlich, dass Errettung immer mit Berufung einhergeht. Gott will uns gebrauchen, jeden Einzelnen in seinem Reich. Und liebe Täuflinge, ich will euch ermutigen, in den Werken zu wandeln, die Gott bereits für euch vorbereitet hat. Er hat einen ganz genauen Plan für euch und gebt euch ihn hin als Werkzeuge in seiner Hand. Er wird euch befähigen für das, was er mit euch vorhat. Auch wenn das nicht bedeutet, dass es immer
entspannt sein wird. Ja, denn das war es für Paulus ja auch nicht. Ja, das sehen wir schon an diesen Vorwürfen, gegen die er sich hier wehren muss. Aber Gott hat ihn durchgetragen und Paulus Hingabe und Eifer so gewaltig gebraucht. Denn es war Paulus, der uns das Evangelium nach Europa gebracht hat. Und Gott will auch uns alle genauso zum Segen für andere machen. Bei all dem dürft ihr, liebe Täuflinge und alle wiedergeborenen Christen, einfach wissen, dass Gott uns liebt, nicht weil er uns gebrauchen kann, sondern liebt, weil er uns liebt. Ja, diese Liebe können und sollen und müssen wir uns nicht verdienen, sondern diese Gnade, die wir erfahren haben, die legt es uns einfach aufs Herz, auch andere in der Beziehung zu Gott zu fördern, andere dahin zu führen, die gleiche Annahme und Gnade zu erleben. Und Paulus macht durch sein Zeugnis so deutlich, dass kein Mensch, sondern Gott selbst es war, der ihn umgekrempelt hat und als sein Apostel berufen hat. Denn ein jüdischer Rabbi hätte sich niemals selber dazu entschieden und auch niemals überreden lassen, zu den verhassten und unreinen Heiden zu gehen und ihn auch noch zu predigen. Würde ein Rabbi niemals tun. Und dass sein Auftrag und seine Botschaft göttlich war, macht Paulus den Galatern jetzt auch in den nächsten Versen deutlich, wo er davon berichtet, ja, wie es jetzt weiterging, nachdem Gott sich ihm gezeigt hat und Jesus Christus ihm seine Gnade offenbart hatte. Und zwar heißt es da weiter in Vers 15, als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, also nicht mit Menschen, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Also nach seiner Bekehrung suchte Paulus nicht die christliche Leiterschaft in Jerusalem auf, sondern zog sich erstmal zurück nach Arabien. Und zwar für 3 Jahre, wie wir gleich in Vers 18 lesen. Und ich vermute, Paulus erwähnt hier ganz bewusst diese 3 Jahre, weil genau das die Zeitspanne war, die die anderen Apostel mit Jesus Christus verbracht haben, wo man sie damals noch Jünger nannte. So als wolle Paulus hier eben andeuten, dass Jesus Christus das mit ihm jetzt in der Einsamkeit hier nachholt. Ja, Paulus Botschaft stammte nicht von Menschen, denn er zog sich hier erstmal in die Einsamkeit zurück mit Gott alleine, in der persönlichen Beziehung zu ihm. Wahrscheinlich hat er das Alte Testament, das er eigentlich schon sehr gut kannte, nochmal ganz neu, ja, mit erleuchteten Augen für Jesus Christus gelesen. Ja, wann warst du das letzte Mal ganz allein in der Ruhe mit deinem Gott und seinem Wort? Ja, wo du nicht von anderen irgendetwas über oder von Gott gehört hast, sondern mal wirklich alleine bei ihm warst und mit ihm warst. Ich merke es immer wieder, dass es was ganz anderes mit mir und meiner Beziehung zu Gott macht, wenn ich ihn selber in seinem Wort entdecke. Nicht nur etwas schon Vorbereitetes über ihn höre, sondern ihm selber in seinem Wort begegne. Seine Führung erlebe, seine Prägung erlebe, sein Wesen erlebe. Hast du diesen persönlichen Umgang mit Gott? Kennst du ihn? Liebst du ihn? Prägt er dich? Verändert es dich? Oder hörst und weißt du nur etwas über Gott? Diese Zeit mit Gott allein war das Fundament für Paulus so wirksamen Dienst im Reich Gottes. Und genau das ist es auch für uns. Und er erzählt dann weiter in Vers 18, was nach Arabien geschah. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, der Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegend von Syrien und Zilizien. Also Paulus, als studierter Theologe, ging jetzt auch nach diesen 3 Jahren nicht nach Jerusalem, um von Petrus dem Fischer etwas zu lernen, ja, sondern wir lesen hier, dass er ihn kennenlernen wollte und einfach seine
Verantwortung wahrnehmen wollte, um sich um die Einheit auch mit den anderen Aposteln zu bemühen. Und liebe Täuflinge, in dieser Verantwortung steht ihr, wie auch wir alle hier in der Gemeinde auch. Und ich wünsche mir so sehr für euch, oder genauso fundamental wie die Einsamkeit mit Gott, ist auch eine tiefe Verwurzelung in einer Gemeinde vor Ort. Und das wünsche ich mir so sehr für euch, dass ihr hier in der Gemeinde ein Zuhause habt, eine Familie habt, wo ihr Annahme, Stärkung und Segen erfahrt, aber gleichzeitig genauso auch gebt. Und das macht die Bibel einfach so deutlich, ja, dass Paulus sich hier um die Einheit bemühte, indem er zeigen wollte, dass seine Botschaft mit der der anderen Apostel übereinstimmte. Ja, er bemühte sich um diese Einheit und dass die Botschaft übereinstimmte, das lesen wir ein Kapitel später, in Kapitel 2, Vers 3, wo Paulus bezeugt, dass er sich auch mit den anderen Aposteln einig darüber war, dass sich sein griechischer Mitreisender und Begleiter Titus eben nicht noch zusätzlich beschneiden musste, sondern auch für ihn Gottes Gnade ausreichend war. Darin waren sich die Apostel einig. Ja, Petrus und Paulus hatten unabhängig voneinander die gleiche Botschaft von Gott höchstpersönlich bekommen und hier einfach nochmal abgeglichen. Was man von den Judaisten, ja, die sich auch auf Jerusalem beriefen, nicht behaupten kann. Sie brachten eine menschliche Selbsterlösungsbotschaft. Und dann lesen wir hier zum Schluss, dass Paulus ab Vers 22 sagt oder schreibt: Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt das Evangelium, den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Ja, dass Paulus Botschaft, die ihn selber so verändert hat, nicht von Menschen kam, das sehen wir daran, dass seine Botschaft ihn nicht an sich selber band, sondern die Menschen dazu veranlasste, Gott zu preisen. Es war eine göttliche Botschaft, die hin zu Gott ging. Und ihr Lieben, lasst uns genau das jetzt tun. Gott preisen für das, was er in unserem Leben getan hat, für das, was er in dem Leben der Täuflinge getan hat, für sein wunderbares Evangelium, für seine herrliche Gnade, die nicht von dieser Welt ist, die Gott uns aber trotzdem offenbart hat. Oh Gnade, so wunderbar. Lasst uns aufstehen und dieses Lied gemeinsam singen und Gott anbeten für die Gnade. Amen. O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war
bitte, dass ihr nach vorne kommt. Und wir als Pastoren, Rudi, Christian und ich, werden dann für euch beten. Kommt bitte nach vorne. Und ja, wir wollen noch Gott einfach ja, bitten, dass er euch reichlich segnet in der Nachfolge und freuen uns über diesen Schritt der Taufe von euch. Genau. Ja, Herr, ich danke dir für Samuel. Herr, danke, dass er in deinem Buch des Lebens steht, sein Name. Herr, danke, dass du an seine Sünden nicht mehr gedenken wirst. Danke, dass du dich ihm gezeigt hast, dass du ihn zu dir gezogen hast. Herr, danke, dass er das heute nochmal öffentlich bezeugen durfte, dass er dein Kind ist und ja, nichts und niemand ihn aus deiner Hand reißen kann. Und ich bitte dich, dass du ihn segnest im Leben mit dir, auch wenn sich diese menschlichen Gedanken und Zweifel und Lügen einschleichen wollen, dass er vertraut auf dein Wort und diese herrlichen Zusagen, die du uns in deinem Wort gibst, dass du sein Kind bist und du ihm vergeben hast. Herr, segne du Samuel, auch hier in der Gemeinde, dass er hier wirklich zu Hause ist und ja, sich einfach mit seinen Gaben, mit dem, wie du ihn geschaffen hast, dass er hier wirklich zum Segen wird für andere. Amen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir auch herzlich für Lydia. Ich danke dir, dass auch sie heute diesen Schritt, diesen öffentlichen Schritt tun durfte und ihren Glauben auf diese Weise bezeugen konnte. Wir danken dir ganz herzlich, Herr, dass du sie angenommen hast und sie zu deinem Kind gemacht hast. Danke, dass du in dieser Vortragsreihe oder Woche auch ihr Herz geöffnet hast und sie von deiner Liebe hören konnte und das für sich persönlich annehmen durfte. Vielen, vielen Dank dafür, Herr. Und so bitte ich dich, dass du sie begleitest, dass du deine Hand über sie hältst. Ich danke dir, Vater, auch für Menschen, die du in ihrem Leben gebraucht hast, wie zum Beispiel ihre Familie, ihre Tochter. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du sie segnest auf ihrem weiteren Lebensweg und sie zum Segen für andere machst. Amen. Amen. Ja, und treuer Gott und allmächtiger Vater, wir danken dir auch für Robin, dass du ihn gesucht und gefunden hast. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir Menschen gerettet werden, so wie wir es gehört haben, auch in der Predigt. Es braucht deine Offenbarung, dass du ziehst, dass wir eine Gottesbegegnung haben. Danke dir, dass du Robin in eine christliche Familie gestellt hast und dass er schon früh von dir hören durfte. Und das ist so ein Vorrecht, wenn man in jungen Jahren seinen Weg festmacht mit dir und wirklich sich konzentriert auf das Leben, ja, was du einem vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass du Robin begegnet bist und dass er das auch bezeugt hat heute öffentlich mit der Taufe, dass er zu dir gehört und dir nachfolgen will. Und bitte gebrauche du ihn dort, wo du ihn hingestellt hast. Der Robin ist aktiv im Fußballverein, hat immer wieder Begegnungen mit Menschen, die dich noch nicht kennen. Ich bitte dich, dass du ihn gebrauchst, dass du ihm auch den Platz zeigst hier in der Gemeinde, wo er sich mit investieren kann, mit den Gaben, die du ihm geschenkt hast. Und lass ihn immer mehr reifen und wachsen und diese Freude in dir, diese Identität in dir immer mehr erfahren. Das bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Und Herr, ich danke dir auch so sehr für deine Gnade mit Roswitha. Danke, dass du sie errettet hast aus deiner Liebe. Herr, danke, dass sie das heute bezeugen durfte, vor vielen Zeugen hier, dass sie dein Kind ist, dass du sie errettet hast und sie Gewissheit hat, dass sie die Ewigkeit bei dir verbringen wird und auch jetzt schon mit dir leben darf. Und ich bitte dich, dass du auch Roswitha schützt vor Zweifeln oder sie immer wieder in deine Wahrheit führst, die uns klar macht, dass unsere Identität, unser Fundament auf dir steht. Und ich bitte dich, dass du sie gebrauchst, gewaltig gebrauchst, um dein Evangelium auch weiterzutragen, auch in ihrer Nachbarschaft, hier in der Gemeinde zum Segen für andere wird, gebrauche du sie zu deiner Verherrlichung. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir auch für Nathalie. Ich danke dir, Herr, dass du an sie gedacht hast, bevor es sie überhaupt gab. Herr, vor Grundlegung der Welt war es dein Plan, dich ihr zu offenbaren. Herr, und du hast nicht nur die guten Momente im Leben gebraucht, sondern auch tiefe Täler, um sie immer wieder auf dich aufmerksam zu machen. Vielen Dank, Herr, dass du ihr Menschen zur Seite gestellt hast, ihre Mutter, Freunde, die ein Wegweiser waren auf dich hin. Und ich danke dir, Herr, dass du auch
ihr begegnet bist und dass sie dein Kind ist und dass sie von dir geliebt ist. Und ich danke dir, dass du auch einen Plan hast für ihr Leben. Danke dir, dass du dich schon in so wunderbarer Art und Weise dich offenbart hast in ihrem Leben, sie durchgetragen hast und bis hierher geführt hast. Und so bitte ich dich, Herr, dass du sie mal wieder stärkst, Herr, innerlich, und dass sie ein Zeugnis sein kann, dort, wo sie ist, dort, wo du sie hingestellt hast. Ich bitte dich darum, Vater, in Jesu Namen. Amen. Jesus Christus, ich danke dir auch für Nicole. So ein tolles Zeugnis, was wir heute hören durften. Und wir freuen uns einfach mit ihr, dass du sie gesucht und gefunden hast. Danke dir für diese drei bezeichnenden Ereignisse in ihrem Leben, wo sie rückblickend einfach sehen kann, dass du schon an ihr dran warst. Vielen Dank dafür. Danke für jede Begegnung, für jedes Anreden von dir, auch für jede Herausforderung, die nochmal so ins Nachdenken geführt hat. Danke dir, dass du sie auch nicht im Stich lässt und dass du immer bei ihr bist. Und mach du diesen Gedanken ganz fest in ihr innerlich. Erhalte ihr diesen Frieden, diese Freude, diese Ruhe, diese Gewissheit in dir. Und dass sie auch weiterhin wachsen kann im Gebet, im Bibellesen. Dass sie immer mehr erkennt von dir, von deiner Herrlichkeit, von deiner Größe. Und dass sie das persönlich an sich selbst erlebt und das auch weitergeben kann an die Menschen in ihrem Umfeld. Und dass du sie reichlich gebrauchst. Zum Lob deiner wunderbaren Gnade. Du bist so gut zu uns Menschen und willst nicht, dass wir verloren gehen, sondern gerettet werden. Und wir danken dir von Herzen, dass du Nicole gesucht und gefunden hast und gerettet hast. Dafür gilt dir aller Lob und alle Ehre. Amen. Ja, ihr dürft stehen bleiben, ihr dürft Platz nehmen. Wir als Gemeinde pflegen die gute Tradition, dass wir unseren Personen, die sich taufen lassen, einen Paten zur Seite stellen. Und liebe Paten, ihr dürft euch jetzt vorbereiten. Wir haben auch ein Geschenk als Gemeinde für euch. Wir freuen uns sehr mit euch mit, begrüßen euch damit auch ganz herzlich hier in der Gemeinde. Und ich denke, das können wir mit einem Applaus auch tun und sind wirklich Gott dankbar. Ja, sind absolut Gott dankbar für das, was er in euch getan hat. Liebe Paten, ihr dürft das Geschenk jetzt überreichen. Ich hoffe, das kommt. Jawohl. Wir marschieren einmütig zusammen hinein. Ja, sehr, sehr gut. Genau, ihr könnt nochmal stehen bleiben für ein Bild. Genau, ja, Jan darf nochmal nach vorne kommen. So machen wir es dann einmütig. Ja, und der Marco auch. Ja, die Jungen, die sind immer so flink unterwegs. Genau, gesellt euch mal dazu, gibt es mal noch ein großes Bild. Ja, was für eine Freude. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Ihr dürft alle Platz nehmen, denn Nathalie hatte sich noch ein Lied gewünscht, was wir jetzt noch hören wollen. Das Lied Ewigkeit, wir dürfen auch gerne mitsingen. Nehmt bitte Platz und lasst uns noch dieses Lied gemeinsam singen und auf die Worte achten, wo wir diese Perspektive der Ewigkeit nochmal so ganz besonders vor Augen gestellt bekommen. Genau, und die Ewigkeit, das ist ein Ort, wo wir alle darauf hinarbeiten. Wir als Kinder Gottes dürfen dort sein und uns dann freuen, wenn wir dort angekommen sind, diesen Ort, den Jesus für uns vorbereitet hat. Und ich glaube, um uns das vielleicht noch mehr bewusst zu machen, um mit allem, was wir haben, das zu singen und um uns auszurichten, lasst uns doch einfach zusammen aufstehen und das noch einmal singen. Thank you.
sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Das bietest du jedem Menschen an. Und wir durften heute hören, wie du 6 Personen in besonderer Weise begegnet bist. Und sie haben das zum Ausdruck gebracht durch die Taufe. Und wir sind dir so dankbar dafür. Danke, dass du das als Einladung ausrufst für jeden Menschen. Du willst jeden retten. Dir liegt es daran, dass Menschen vom Tod zum Leben kommen, vom alten Leben ohne dich hin zu einem Leben mit dir und dass sie die Ewigkeit mit dir verbringen. Danke dir für diese wunderbare Botschaft. Und so loben wir dich und preisen dich auch für diesen Gottesdienst. Und bewege du die Inhalte, die Gedanken, die wir heute gehört haben, in uns. Und richte das aus, was dir gefällt. Amen. Amen. Nehmt noch einmal kurz Platz, bevor ihr gleich den Täuflingen gratulieren könnt.
Ich möchte noch ein paar kurze Ansagen zum Schluss weitergeben. Also zum einen, wir haben bald einen Jugendtag hier bei uns im Gemeindehaus, wo viele Jugendliche erwartet werden und unsere Jugendgruppe braucht Unterstützung von uns als Gemeinde. Und zwar beim Kuchenbacken und auch beim Spülen. Ja, die Jugendlichen sollen nicht in der Küche die Zeit verbringen, sondern hier dabei sein bei den Vorträgen. Deshalb wäre es gut, wenn sich Leute bereit erklären würden, für das Mittagessen und beim Abendessen den Spüldienst zu übernehmen. Da draußen im Foyer an der Infotheke liegen Listen aus, wo man sich eintragen kann, sowohl wenn man einen Kuchen backen möchte, ein Kuchenblech, oder eben auch beim Spülen unterstützen und helfen möchte. Nutzt die Gelegenheit und ihr könnt da einen Anteil haben, auch an diesem Jugendtag am 18. November. Dann will ich alle ganz herzlich einladen, zum Bibel- und Gebetsabend am Mittwoch um 19 Uhr dazuzukommen und dabei zu sein, auf Gottes Wort zu hören und gemeinsam auch für die Anliegen der Gemeinde zu beten. Dann eine Information für die Mitglieder unserer Gemeinde. Johann Voth ist heimgegangen und die Beerdigung wird am 8.11. um 12 Uhr auf dem Westfriedhof in der Kapelle sein. Also am 11.8. am Mittwoch um 12 Uhr in der Kapelle auf dem Westfriedhof. Das ist oberhalb von der FCBG-Schule im Karlskamp. Dort wird dann der Trauergottesdienst stattfinden mit anschließender Beisetzung und die Nachfeier wird dann hier bei uns im Gemeindesaal stattfinden. Und den Angehörigen an dieser Stelle herzliches Beileid. Wir wünschen euch Gottes Trost und beten für euch. Ja, dann noch eine kurze Information. Wir sind viele Personen hier und sind mit vielen Autos da. Wir wollen einfach den Impuls geben, wenn jemand anderen zugeparkt hat, erstmal frei zu parken, damit, wenn die Leute nach Hause wollen, nicht lange warten und suchen müssen, dass wir erstmal, wenn wir Leute zugeparkt haben, frei parken und dann wieder zurückkommen. Und gleich bei der Gratulation machen wir das so. Ihr dürft da bleiben, wo ihr seid. Und von diesem Gang an machen wir die Schlange. Ja, dann könnt ihr reihe umgehen. Bitte nicht zu lange stehen bleiben bei den einzelnen Leuten, sonst bleibt die Schlange sehr, sehr lang und man fängt an zu überspringen. Einfach gut durchgehen und genau die Gratulation, Segenswünsche weitergeben an die Täuflinge. Und alle anderen will ich herzlich einladen zum Kaffee trinken. Eine Etage tiefer im Speisesaal ist Kaffee vorbereitet. Da können wir noch Zeit zusammen haben, Gespräche führen und Gemeinschaft miteinander haben. In diesem Sinne, euch Gottes Segen, einen schönen Sonntag. Schön, dass ihr da wart. Alles Gute und kommt wieder. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Sonntag. Und ihr bleibt stehen. Gratulation an die Täuflinge. Gottes Segen euch.